بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أما بعد geehrte Geschwister, im heutigen Teil von den Auszügen von den Duas, von den Ad'iya aus dem Koran und der Sunna machen wir heute weiter, inshallah. Und zwar das Bittgebet vor dem Wudu, das heißt die Gebetswaschung, die wir Muslime machen. Man sagt, bevor man den Wudu anfängt, sagt man Bismillah. Das heißt sinngemäß im Namen Allahs. Bismillah. Nochmal. Bismillah. Das bedeutet, beziehungsweise was bedeutet das aber jetzt, wenn ich sage Bismillah vor meiner entsprechenden Handlung hier, Al-Wudu? Das bedeutet, dass ich meine Gebetswaschung im Namen Allahs beginne. Warum? Damit ich Segen erhalte und hoffe auf die Akzeptanz und die Richtigkeit. Das heißt, je nachdem auch, welche Handlung ich mache, und wir hatten schon dieses Dua, Bismillah, hatten wir schon an einer anderen Stelle in den letzten Videos, und zwar, wenn man sich entkleidet. Und je nachdem, welche Handlung man als nächstes vollzieht und dann Bismillah ausspricht, dann heißt es, dass ich meine entsprechende Handlung jetzt im Namen Allahs beginne. Und dann hier natürlich dann, worüber wir sprechen, ist dann die Gebetswaschung, um von Allah subhanahu wa ta'ala auch Unterstützung zu erhalten. Weil warum? Weil wir Muslime sind davon überzeugt, dass wir keine Handlung und nichts machen können, außer durch die Unterstützung und Hilfe Allahs azza wa jal. Und deswegen sagen wir auch, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dir alleine dienen wir und dich alleine bitten wir um Hilfe. Damit du Allah azza wa jal überhaupt dienen kannst, deswegen kommt danach und dich alleine bitten wir um Hilfe. Was ist aber das Urteil jetzt der Basmala beim Wudu? Und das ist natürlich eine Frage im Fiqh, aber hier als Nutzen sozusagen als Nutzen kann man das mitnehmen. Was ist das Urteil der Basmala? Erstmal gibt es zwei verschiedene Rechtsmeinungen. Die erste Ansicht, dass die Mehrheit der Gelehrten sagen, dass dieses erwünscht sei, beziehungsweise keine Pflicht, Mustahab, sagen die Rechtsgelehrten auch. Imam Ahmad, der Madhab von Imam Ahmad, sagt, dass es verpflichtend ist, das heißt Wajib, und entfällt, wenn man es vergisst. Das heißt, was heißt, wenn man es vergisst? Wenn man nach dem Wudu erst das sozusagen, dass man sich daran erinnert hat, dass man die Basmala vergessen hat, dann ist der Wudu gültig. Weil der Wajib, die Pflicht, also Al-Wajib, bei Imam Ahmad als Grundlage, wenn es vergessen wird in einer Anbetung, dann entfällt es, nachdem man das beendet hat, die Anbetung. Hier in der Basmala bezüglich des Wudus. Was ist aber, wenn man sich während des Wudus daran erinnert, dass man die Basmala zu Beginn vergessen hat? Dann soll man es an der entsprechenden Stelle, wo man gerade ist, wo man sich daran erinnert hat, aussprechen und man macht den Wudu oder vervollständigt den Wudu und der Wudu ist dann gültig und Allah subhanahu wa ta'ala weiß es am besten. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah azza wa jal. Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und al-Shaytan. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.